Und er hat neue Wege gebaut und diese Wege sind einfach absolut fantastisch. Wenn ich ins Theater kam, egal in welchem Land der Welt, war ich immer zu Hause. Achim Freier wird heute hier für sein Lebenswerk geehrt. Und es ist mir eine Ehre und zugleich ein großes Vergnügen, die Laudatio für ihn zu halten. Sind wir doch seit vielen Jahren beruflich und vor allen Dingen persönlich herzlich miteinander verbunden. Schon unsere Geburtsdaten liegen sehr eng beieinander. Lebenswerk ist ein großes Wort. Es bedeutet das Ergebnis eines ganzen Lebens. Ein langer Blick zurück in einen Moment, in dem das Werk ja noch nicht abgeschlossen ist. Ganz gewiss nicht für Achim Freier, der ununterbrochen tätig ist, noch immer in den unterschiedlichen Bereichen der Künste. Und auch der Blick zurück öffnet sich in eine staunenswerte Vielfalt und Fülle. Der Faust ist ein Theaterpreis, doch Achim Freiers Werk geht weit darüber hinaus. Er ist Maler, Bühnenbildner, Regisseur, Autor, Sammler, Lehrer. Und all das verbindet sich zu diesem Werk eines ganzen langen Lebens. Er begann als Kind mit Puppentheaterspielen auf der Straße mit selbst erdachten Geschichten. Und er sagte, dieses Erzählen und Formulieren wollen und müssen ist mir ein Leben lang geblieben. Ob das nun in der Malerei Form findet oder im Theater, in dem man über die Ängste und Freuden oder über die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse und bestimmte archetypische, immer wiederkehrende Phänomene spricht, es ist lebenswichtig für mich. Doch Theater spielte zunächst keine wirkliche Rolle. Er entschied sich für ein Studium der Gebrauchsgrafik. Das änderte sich nach der Begegnung mit Bertolt Brecht, der ihm riet, Bühnenbilder zu machen und ihn als Meisterschüler an der Akademie der Künste in Berlin annahm. Das war im Sommer 1955 und Achim sagt, die kurze Zeit bis zu seinem Tod prägte meine künftigen Arbeitswege zu verschiedensten Theaterformen bis in meine Träume. Nach Arbeiten im Bereich des Puppentheaters wurde er Bühnen- und Kostümbildner für so richtungweisende Regisseure wie Ruth Berghaus, Adolf Dresen, Benno Besson und andere. Die Arbeit mit Adolf Dresen 1971-72 an Goethes Clavigo in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin endet mit der Erfahrung, dass eine unabhängige künstlerische Tätigkeit für ihn in der DDR nicht mehr möglich sein wird. Die Entwürfe für die Ausstattung von Clavigo entsprechen nicht den künstlerischen und kulturpolitischen Maßstäben einer Inszenierung am Deutschen Theater, entschied der Verwaltungsdirektor. Die Angst zu verkümmern, zu vereinsamen, umsonst zu arbeiten und schließlich zu resignieren, führte zum Abschied von der DDR. 1972 nutzte Achim Freier eine Gastspielreise nach Italien zur Flucht. Seine Frau Ilona, eine hochbegabte Künstlerin und Bühnenbildnerin, konnte ihm mit den Zwillingstöchtern auf komplizierteste Weise folgen. Im Westen fand seine Arbeit als Bühnenbildner schnell Beachtung und große Anerkennung und bald begann er auch mit eigenen Inszenierungen. Er sagte, eigentlich war ich von Beginn an Regisseur. Als Bühnen- und Kostümbildner habe ich Figuren entwickelt und hatte genaue Vorstellungen davon, wo sie auftreten, wie die Szene sein wird und so weiter. Die Regisseure hatten es nicht leicht mit mir und irgendwann fasste ich den Entschluss, dass ich es selbst mache, einfach weil es so schneller geht. Seine Inszenierungen haben ein hohes künstlerisches Klima, sagte Günter Rühle. Sie sind ein Artefakt, das offen ist für das Interesse des Publikums, für seine Empfindungen, Gefühle und auch die Antwort auf das Warum gibt, mit dem er an jede Arbeit herangeht. Es waren und sind vor allem Ur- und Erstaufführungen zeitgenössischer Komponisten, wie unter anderem Mauricio Kagel, Elvin Karren, Erhard Großkopf, Salvatore Scharino, Helmut Lachenmann. Ich selber habe eine großartige, fantastische Erinnerung an die Uraufführung von Lachenmanns Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern«. Eines der epochalen Meisterwerke der Musikgeschichte und es ist für mich wirklich ein unvergessliches Ereignis und Erlebnis. Und natürlich Philipp Glass, den er weitgehend in Deutschland bekannt machte.
Mit der Inszenierung 1977 der Maulwerke von Dieter Schnebel, ein Werk, an dem erprobt wird, Versuche gemacht werden, nicht aber Lösungen angeboten werden, beginnt eine intensive, langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Künstlern. Die Suche nach anderen Produktions- und Aufführungsmöglichkeiten führte 1988 zur Gründung des Freier Ensembles. Dieses ist eine freie, experimentelle Theatergruppe mit DarstellerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen, die ihm Möglichkeiten zu immer neuen Experimenten und Entdeckungen in der Musik und im Theater eröffnete, die er in eigenen Stücken wie auch in seinen großen Musiktheaterinszenierungen umsetzte. Der Zuschauer muss immer mitarbeiten im Theater. Das ist, sagt er, glaube ich, die große Lust des Zuschauers. Und die will ich nicht bremsen, sondern die will ich erzeugen. So begann auch meine eigene Zusammenarbeit mit Achim Freier, zunächst in der Westberliner Akademie der Künste, später in dem von mir geleiteten Hebbeltheater. Hier fand unter anderem 1995 die Uraufführung von Freiers Einerseits und Jenseits mit dem Freier Ensemble statt. Beides, Akademie und Hebbeltheater, Orte, an denen eine veränderte Ästhetik, andere Spielweisen und Arbeitsformen den Ausdruck einer sich verändernden Welt und Gesellschaft ermöglichten. 1989 wurde Achim Freier Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, wie neben anderen Mitgliedschaften in anderen Kunstakademien. Und wir trafen uns jetzt häufiger und ich lernte auch sein bildnerisches Werk besser kennen und verstand, dass er vor allem immer Maler, bildender Künstler ist. Er sagte, die Malerei ist der Ausgang alles Sichtbaren und Lesbaren und des Verborgenen. Die Malerei ist Urgrund meiner künstlerischen Tätigkeiten, denn in ihnen ist immer das Bild Ausgangspunkt und Ergebnis. Er sagte, ich habe Gerhard Richter beneidet, dass er gesagt hat, er höre auf zu malen, weil er zu alt sei. Ich kann das nicht. Ich muss jeden Tag malen. Das Malen war auch schon immer da. Ich habe immer gemalt, jeden Tag. Und das ist ein entscheidender Teil seines großen Lebenswerkes, das sich vom Beginn in der DDR bis heute in einer eindrucksvollen langen Reihe national und international von Ausstellungen, Installationen und anderen Darstellungsformen dokumentiert, unter anderem zweimal bei der Documenta Kassel. Von 1976 bis 1999 hat er zusätzlich als ordentlicher Professor in Berlin sein Wissen, seine Überzeugungen und seine Leidenschaft weitergegeben und auch mit den Studierenden herausfordernde Projekte geschaffen. Bis heute gibt es einen ihm künstlerisch und persönlich sehr verbundenen Kreis der ehemaligen Schülerinnen und Mitarbeiterinnen, die weitgehend inzwischen selbst renommierte Künstlerinnen und Professorinnen geworden sind. 1990/91 gab es eine ungewöhnliche neue Aufgabe, die Erneuerung der Kirchenfenster und die Farbraumgestaltung der Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin. Er sagte, der Besucher erlebt das Licht um sich als einen Farbkreis, dem Gedanken folgend, dass die Ganzheit des Seins sich durch das Licht offenbart. Doch die Arbeit für das Theater geht selbstverständlich weiter, sei es in Zusammenarbeit mit Regisseuren, wie in vielen Projekten mit Klaus Peymann und dem Dramaturgen Hermann Beil, oder aber auch selbstverantwortlich für die Inszenierung. Oper oder Schauspiel, Salzburg, Wien, Hamburg, München, Seoul, Los Angeles, Stuttgart, Berlin. Viele großartige Erfolge, aber auch umstrittene, radikale Herausforderungen. Einige seiner herausragenden Inszenierungen sind über lange, lange Jahre bis heute im Repertoire ihrer Häuser geblieben. Leider reicht die Zeit hier nicht, um auf all diese Arbeiten und vor allem auch auf die zahlreichen verdienten Auszeichnungen, die er erhalten hat, einzugehen. Und zuletzt gehört zum Lebenswerk natürlich das Kunsthaus der Achim Freier Stiftung in Berlin. Freier hat seine Villa zu einem unvergleichlichen Kunstort gemacht mit einer Sammlung von Bildern und Objekten, zusammengetragen in mehr als 40 Jahren. Arbeiten berühmter Künstlerinnen und Künstler, Fundstücke vom Trödel und von Märkten, auf ganz persönliche Weise neben und übereinander gehängt, offen für das Publikum. Dieses Haus ist aber auch Begegnungsort, bietet Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen
und ist das Zentrum der produktiven Arbeit für Freier selbst, seine Mitarbeiterinnen und Freunde. Hier wird das Lebenswerk erfahrbar und der Wunsch, es noch lange wachsen zu lassen. Ich danke Achim Freier für seine Freundschaft und die Möglichkeit, so vieles von ihm über die Künste gelernt zu haben und weiterzulernen. Gratulation, Achim. Goethe, Shakespeare, ich habe alles mit ihm gemacht, 15 Mal, und das war jedes Mal eine Explosion. Also er ist der letzte große Träumer. Ich hasse Zettel. Ich denke, man ist nur ehrlich, wenn man frei spricht. Trotzdem ist es spannend. Ich habe aus Nervosität und Angst, weil ich das ja schon Monate wusste, dass ich diesen Preis kriege, nicht mehr ruhig geschlafen und habe mir nicht mehr zugetraut, auch noch mal frei etwas zu sagen, obwohl ich ja schon mal in einer dieser Gemeinde den Faust bekommen habe. Und es war so herzlich, dass ich eigentlich ganz ruhig sein könnte. 3 Minuten hat man mir gesagt. Wir wollen mal sehen. Kunst, spielen, erkämpfen, tanzen, für wahrnehmen, mit Augen und Ohren, in Zeit und Raum und Flächen und Linien, Farben aus Träumen, Kosmen parallel zu Welt, Bildwelten schaffen, nicht nur Abbilder von Welt. Kompass für Leben, zum Überleben eines jeden, so soll es sein, bitte. Danke, Nele, feuriger Stern, gekrönte Hoffnungsträgerin, über ein halbes Jahrhundert gemeinsamen Alters, in Ferne und Nähe, parallel durch Kunstwelten irrend, wir für Weltkunst streitend. Welch ein Geschenk, du hier vor Ort heute. Dank für deine Worte. Dank, Dr. Klaus-Peter Kehr, große Oper, und Klaus Peymann, Schauspiel, die mich von meiner ersten Stunde im Westen bis heute gefördert haben und gefordert. Dank Monika Rittershaus, die die meisten meiner Werke fotografierte. Dank Sven Neumann, der alle Werke liebevoll gesammelt zu einem großartigen Buchwerk bis 2006 vereint hat. Dank meinen Wegbegleiterinnen und Weggefährten, den Freiertöchtern Amanda Kostüm, Julia Malerei und Laude Freie Kunst. Dank Moritz Nitsche für die große Freundschaft durch Arbeit an Kunst. Dank, Dank, Dank. Niemand hat alles allein gemacht und niemand ist ich allein. Danke meiner ersten, zu früh verstorbenen Frau Ilona, große Bühnenbildnerin und Malerin. Dank meinen Intendanten, Dirigenten, Akteuren, allen Arbeitenden in Werkstätten und Technik, die an meine Arbeit glauben, von Korea über Österreich bis nach Los Angeles. Dank meinen künstlerischen Mitstreitern, Regie und Licht, zum Beispiel S, wie Sebastian. Dank Sebastian Alfons, Sebastian Hirn, Sebastian Kieser, Sebastian Bauer, Sebastian Schubert, Sebastian Sommer, Sebastian, alle von A bis Z zu nennen, das wäre ja Kunst. Vorsicht, Kunst, lieber Klaus Schleg. Dank den Galeristen und Galeristinnen weltweit, dank Dr. Manfred Schneckenburger, Documenta 6 und 8, dank René Bloch, Deutsche Kunst heute in Paris, dank meinen Studierenden, von denen ich so viel lernen durfte. Dank für so viel Glück heute, trotz schwerer Zeiten. Dank nicht zuletzt der Jury und den Veranstaltern des Faust und der wunderbaren Darbietung
die ich nie erwartet hätte, die uns natürlich den Rang abläuft. Dank dem Freier Ensemble Künstlerische Ideenschmiede, dank dem Team der Achim Freier Stiftung des Kunsthauses, einem Ort der Toleranz und Integration, einem Antimuseum, einer Schule des Sehens, dank dem Freundeskreis meiner Stiftung, dank dem Wunder der Freundschaft, anwesend oder unanwesend, genannt oder ungenannt, zum Beispiel dank an Markus Hinterhäuser, Hermann Beil, Daniel Barenboim, Placido Domingo, Petra Weikert, Katharina Ligenza, Ruth Berghaus, Dr. Manfred Frey, Jürgen Flimm, Dr. Walter Weiße, dank der Farbe Ewiges Leuchten, Fenster- und Farbraumgestaltung Hohenzollernkirche Berlin, Film Metamorphosen, Reise ins Blaue und Malen, Malen, Malen im Heute, meine arme Frau, Sängerin, mehr als Dank, dank dir, liebe Esther, für deine Liebe, dein Vertrauen und Verständnis. Kunst ist Kampf, ist Müssen, ist Lieben. Im Theater zu oft, zu früh, verkannt, entsorgt, unerlebbar der Nachwelt, für immer. Das ist Tod. Denn Avantgarde lebt aus dem Gestern. Wir sind Avantgarde, wir werden das Morgen sein. Ich wünsche uns tolle Künste, tolles Theater, voller alter, neuer Bildwelten, voll Wahrhaftigkeit, für Frieden in uns und auf unserer geschundenen Erde. Euer, ihr Achim Freier. Thank you.